Zu den Ergebnissen. Ich werde es jetzt nur kurz überfliegen, wo die meisten Punkte gekommen sind und dann werden wir die mit den meisten Punkten diskutieren. Das heißt, 11 Punkte hat die individuelle Stärkenförderung, wo es geht direkt fördern, Talente finden, die Einschätzung der Eltern und der Kinder, ob sie in der richtigen Schule sind. Da haben wir dann noch die Praxis, Hausverstand, Thema der Wirtschaft mit 3 Punkten, Sprachförderung mit 5 Punkten. Ich gehe es einfach so durch, wo die meisten sind. Lehrerinnen mit Migrationshintergrund ausbilden mit 2 Punkten, Eltern in die Schule holen mit 2 Punkten. Das haben wir dann da, neu organisierter Unterricht, Schule ganz anders mit 9 Punkten, Best Practice Schulen besuchen, über den Tellerrand schauen mit 8 Punkten, die sind eh schon ziemlich weit vorne, Vielfalt wertschätzen mit 4 Punkten, die Eltern einbeziehen da nochmals mit 4 Punkten, gesellschaftliche Wertschätzung für die Bildung mit 6 Punkten, das ist glaube ich schon bei einigen Veranstaltungen gekommen, dass das noch durchdringen sollte. Das Budget wäre nötig mit 9 Punkten und dann haben wir da noch mit 10 Punkten das Thema Schulautonomie und pädagogische Freiheit für die Schulen mit 10 Punkten und irgendwo habe ich noch 11 Punkte übersehen, die waren da genau, die Berufsorientierung verstärken. Das heißt, die 3 Top-Themen sind individuelle Stärkenförderung mit 11 Punkten, das zweite Top-Thema ist da drüben mit 11 ist da mit 11 Punkten Berufsorientierung verstärken und mit 10 Punkten ist das dritte Top-Thema Schulautonomie und pädagogische Freiheit für die Schulen. Das heißt, in dieser Reihenfolge werden wir diskutieren. Ich bin schon gefragt, wie lange es heute dauert, 17.30 Uhr. Da werde ich schauen, dass wir ziemlich scharf beenden. Ich darf beginnen mit der individuellen Stärkenförderung mit dem Thema und ich mache das jetzt so, ich habe das Mikrofon, das werde ich immer der Person geben, die was beizutragen hat. Ich habe vorher schon mal angesprochen bei dem Thema individuelle Stärkenförderung, da sind wir uns nicht einig geworden, die einen haben gesagt, ja das gehört, ich glaube das kommt auch sehr, sehr stark von Schülerseite, die gesagt haben, das gehört forciert, andere die gesagt haben, die allgemeine Bildung gehört in den Vordergrund gestellt und die darf auf keinem Grund oder aus keiner Situation darunter leiden. Ja, die Diskussion ist eröffnet, wer möchte das erste Wort ergreifen? Bitte sehr. Ja, du hast das schon gesagt. Ich glaube aber, dass jetzt individuelle Stärkenförderung schließt ja Allgemeinbildung im Grunde überhaupt nicht aus. Das geht ja Hand in Hand. Wenn ich ein gutes, solides Fundament lege an Bildung, dann sehe ich ja, wo habe ich meine Stärken und auf was will ich mich dann genau spezialisieren und die Stärken fördern. Also ich finde, das spricht überhaupt nicht gegeneinander, sondern das unterstützt sich gegenseitig. Gibt es eine Wortmeldung dazu? Ja. Ich wollte nur, weil du in der Runde vorher nicht dabei warst, das ist aus dem entstanden, dass in der AHS diese Vertiefungsgebiete oder die Wahlpflichtfächer, beziehungsweise der Vorschlag, glaube ich, war, dass man eben dann seine Stärken in diesem Fach zum Beispiel inskribiert oder wie auch immer. Und meine Frage war dann, wann quasi diese Allgemeinbildung und dann diese vertiefende Phase anfängt. Weil ich gesagt habe, man merkt eh so schon, dass das Bildungsniveau quasi sinkt, egal wo man jetzt schaut bei Eignungstests und so weiter, dass man dann sagt, hört man jetzt mit 15 mit dieser Allgemeinbildung quasi irgendwie auf und das andere wird dann vertieft oder geht das Vertiefende zusätzlich, also diese Stärken oder meine Talente, die ich dann fördern will, ja, wie kriege ich das in den Stundenplan unter? So war meine Frage. Vielleicht ganz kurz dazu. In der Oberstufe ist ja bereits so, dass man die Grundfundamente im Grunde schon gelegt haben muss, weil sonst wird man es dort nicht mehr legen. Und jetzt schneidet man alles so ein bisschen an. Also man fängt überall, geht man ein bisschen in die Tiefe, aber nirgends gescheit. Und das ist ein großes Problem, unserer Meinung nach, in der Oberstufe, weil man... Ich zum Beispiel habe letztes Jahr vor Semesterschluss habe ich 10 Tests in einer Woche gehabt. Da frage ich mich, was bringt das, weil das Lerne, also das sogenannte Bulimie-Lernen, einmal lernen, auskotzen, vergessen. Und das kann nicht der Sinn von der Oberstufe sein, deswegen sagen wir, da gehört schon vermehrt auf Talenteförderung. Natürlich so in die Grundkompetenzen nicht verloren gehen durch das und auf gar keinen Fall ja, eben nicht mehr unterrichtet werden, ganz im Gegenteil. Aber individuelle Talenteförderung und auf die Stärken einzugehen, bringt viel Motivation für Schüler, weil man sagen kann, man geht gerne in die Schule, man sieht auch einen Sinn dahinter. Im Gegensatz dazu, wenn mich Geografie überhaupt nicht interessiert, ich muss aber 4 Stunden die Woche machen, dann wird man damit auch keine Freude haben und man hat nur unmotivierte Schüler und das kann auch nicht der Sinn davon sein. Das heißt nicht, dass man Geografie ganz abschaffen soll, aber überhaupt nicht. Wie bitte? Ich habe nächstes Jahr 3.
Und mich interessiert es eh, aber es gibt halt Leute, die es nicht interessiert. Ja? Und da muss man individuell drauf eingehen. Und wenn Musik mehr interessiert, dann sollte man da in diese Richtung mehr sich vertiefen können. Ich glaube, es kann nicht um ein Entweder-Oder gehen, entweder Allgemeinbildung oder Stärkenförderung, sondern es muss auf jeder Altersstufe beides geben können. Was du ansprichst, würde das bayerische System zum Beispiel forcieren. Da kann man viele Fächer abwählen und in anderen hat man dann 6 Wochenstunden, also Leistungskurse. Wir könnten darüber diskutieren, ob das gescheiter ist als das, was wir jetzt machen in Österreich. Weil Bayern ist ja auch ein anerkannter Bildungsland mit einer hohen Qualität. Momentan stellt diese Frage niemand und es wird in Österreich nicht diskutiert. Aber es wäre eine ernstzunehmende Frage. Das andere ist, ich glaube auch in Unterstufen, dass man sehr wohl allgemeine Standards erreichen soll und allgemeine und da kann man nicht sagen, ja, ich mache nur Mathe, so wie Deutsch mache ich nicht, interessiert mich oder umgekehrt auch nicht. Aber trotzdem eine Art von Wahlfächern, von Modulen in der Unterstufe einzuführen, das hat die neue Mittelschule bei uns im Haus in Wels gemacht, mit großem Erfolg. Das macht eine Unterstufe in Gmunden. Und da ein bisschen mehr Wahlmöglichkeiten, ein bisschen mehr Flexibilität reinzubringen, heute für einen großen Vorteil. Nebenbei natürlich offene Lernformen, das ja auch sehr oft bepunktet ist, wo ich mir individuell ein Thema suche und vielleicht nicht nur bei einem Referat, ich darf mir ein Referat suchen, sondern wirklich einmal eine Lernexpedition, 3 Tage, kein Regelunterricht, sondern völlig frei. Wir machen das jetzt zum 3. Mal in unserer Schule und die Begeisterung, die dort erweckt werden kann durch solche Sachen, ist einfach schön. Das ist einfach klasse. Und durch solche Sachen kann Schule Spaß machen und kann man sich als Individuum auch einbringen und entfalten. Dankeschön. Ja. Also wenn es um die individuellen Stärken geht, dann und die Stärkenförderung geht, dann möchte ich zumindest einen Punkt noch ansprechen. Ich komme von der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, bin im Bundeszentrum für inklusive Bildung und Sonderpädagogik tätig und Sie werden wahrscheinlich verstehen, dass mir der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülern ein Anliegen ist. Und wenn Sie jetzt das aus dem Bereich der Oberstufe sagt, dann möchte ich einfach auch nur sagen, mir ist es schon wichtig, dass man in dieser ganzen Diskussion, wo es um Qualität in der Schule geht, jene nicht vergisst, die gar keine Stimme haben, die sich nicht äußern können. Und ich meine, eine Schule soll so konzipiert sein und kann so konzipiert sein, dass man jedem Kind gerecht wird, ja? Dem Kind in seinen Stärken Angebote setzt, ja? Die Inhalte auswählt, die den Interessen, der Lebensrealität den Schülern entspricht. Und ich meine, so eine Schule müsste dann breit aufgestellt sein und sie soll breit aufgestellt sein, eine Schule von schwerst begabt bis hochbehindert, ja, dass jedes Kind in dieser Klasse dann so einen Platz hat. Ich habe das selber gemacht in den 90er Jahren, haben wir gemeinsam einen Unterricht gemacht. Ich habe diese Erfahrungen, die Sie jetzt ansprechen von Bayern oder was ich was, ja, wir haben keinen Fachunterricht mehr gehabt. Wir haben in Projekten gearbeitet, das ist die Hauptschule Obernkirchen, wo ich tätig war. Das sind Dinge, die gibt es schon leider 20, 30 Jahre. Ja. Es ist immer nur der Punkt dabei, ob man es will oder ob man es nicht will. Ja. Jetzt sind wir vor der Herausforderung, dass einfach auch die Heterogenität, die Unterschiedlichkeit der Kinder immer größer wird und daher diese Themen wieder auftauchen. Aber man muss meiner Ansicht nach auch wieder auf das auch zurückgreifen, was man schon an positiven Erfahrungen hat. Wir haben in Oberösterreich über 25 Jahre ganz sicher Inklusions- oder Integrationserfahrungen und wir haben gute Erfahrungen, ja, und die muss man aufgreifen und weiterentwickeln und muss sich auch dazu bekennen. Das ist ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Ja, ich glaube, also eine gewisse Annäherung zumindest zur Vorgruppe, wie wir diskutiert haben, habe ich schon gehört. Das heißt, es geht darum, dass es nicht ein Oder ist, sondern dass es ein Und ist. Das macht es wahrscheinlich schwierig genug, weil immer wieder, glaube ich, das Thema der Ressourcen dann kommt. Gut, darf ich mal, ich glaube, es ist jetzt kein Punkt nicht an dieser Stelle von dieser Diskussion oder von diesem einen Schwerpunkt, den wir jetzt gesetzt haben, sondern einfach mal nochmal angerissen. Der zweite
Themenbereich Schwerpunkt mit 11 Punkten Berufsorientierung verstärken. Wer möchte da das Wort ergreifen? Ja, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal beim Thema der Lehre schon stark auch andiskutiert und das hören wir jetzt schon mehrfach und ist jetzt auch die Frage auch in Richtung Integration oder beziehungsweise ganz generell in der Bildung, welche Maßnahmen müsste man da setzen, was ist wichtig, was funktioniert, ist auch immer, glaube ich, ein Anliegen, was herausgeht, ob der Wirtschaft. Bitte. Ja, um es gleich mal an einem Beispiel zu nennen, ich habe das ja maturiert und wie es natürlich in der Matura-Klasse so ist, stellt man sich ja irgendwann spätestens Anfang des Jahres die Frage, was machst du denn danach? Und vor allem, die Burschen wissen es ja, die machen entweder Bundesjahr oder Zivi die meisten und vor allem bei den Mädels sieht man halt, ja, irgendwie die meisten gehen ein Jahr ins Ausland oder sagen, ja, ich probiere mal das oder das, weil sie einfach nicht genau wissen, was sie machen sollen. Und ich finde den Ansatz, dass man gerade in Sachen Berufsorientierung mehr mit der Wirtschaft zusammenarbeitet, mehr mit der Wirtschaft kooperiert. Wir haben da in der Gruppe ein super Beispiel gehabt von einer Schule, die auch Betriebe in die Schule einlädt, wo sich die Leute wirklich einmal damit beschäftigen können, wie rennt es im echten Leben an, was habe ich da für Möglichkeiten, was interessiert mich eigentlich an Betrieben, ist ja auch die meisten nicht klar, die viel sagen, ja, ein Bürojob hauptsache oder irgendwas. Bin ich einfach der Meinung, dass enorm wichtig ist, dass man da wirklich auch mit quasi mit dem echten Leben, mit der echten Außenwelt in Kontakt tritt und dass wirklich da Schüler in Zukunft am Ende von ihrer Ausbildung sagen können, ja, ich mag danach genau das und das machen, weil ich einfach in der Schule alles ausprobieren habe können oder viel ausprobieren habe können und jetzt weiß, was interessiert mich. Für mich hat Berufsorientierung drei Implikationen. Das erste ist, bei den Berufsfindungsprozessen von einer emotionalen auf eine rationale Ebene zu kommen. Das zweite ist, bei der Berufswahl Fehlentscheidungen zu vermeiden, ja, die oft sehr, sehr unangenehm sind und viel Geld kosten der Gesellschaft. Und das dritte ist, die Kompetenz von Berufsorientierungslehrer, Lehrerinnen stärken. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich mehr Praxis reinzulassen in die Schule. Ja, ein Erfolgsmodell bei der Berufsorientierung ist sicherlich die Potenzialanalyse, die gemeinsam Wirtschaftskammer Land Oberösterreich, jetzt zu 100% werden die Kosten übernommen. Und seitdem das passiert ist, haben wir gemerkt, dass eben wirklich die Schulklassen und die Schüler, die 14-Jährigen fast zu 100% zu uns kommen, die Potenzialanalyse. Das wird auch ganz wichtig sein, dass wir dieses Modell unter diesen Rahmenbedingungen weiter so fortsetzen können. Das ist ein Thema, das mich auch betrifft. Ich will dann auch in dem Punkt dann noch meinen Senf dazugeben. Wir haben jetzt die Berufsorientierungslehrer intensiv ausgebildet, wie Sie wissen, und rede jetzt vom Pflichtschulbereich, war ja die Berufsorientierung freigelegt. Also man hat sie im Unterricht integrieren können. Jetzt ist das geändert worden. Es gibt Berufsorientierungsstunden und die Lehrer dazu sind qualifiziert worden für die siebte und achte Schulstufen, werden diese Sachen gemacht. Das ist schon mal ein wesentlicher Schritt, der jetzt gelaufen ist. Und das Zweite, natürlich, und da möchte ich ein bisschen kontroversiell sein, verstehe schon, wenn man das so optimieren darf, dass man gleich weiß, nach der Matura, das mache ich. Ja. Aber da gibt es ein paar Vernünftige, die das machen und ganz viele, die einfach ausprobieren wollen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin froh, wenn die jungen Leute nachher sagen, jetzt probiere einmal, das interessiert mich und möchte nicht das geringschätzen, dass sie sagen, ich möchte mich schon im Bereich der 8. Schulstufen oder wenn es zur Matura geht, möchte ich mich da schon informieren, was es gibt. Da haben sie eh Gelegenheiten dazu genügend. Aber ich glaube nicht, dass man einen Optimierungsbedarf hat, dass man alle Leute, die man nachher gut berufsorientiert hat, dass die nachher genau wissen, was nachher machen. Und wenn ich aus dem Bereich der Pflichtschule rede, wenn die Leute dann nach dem Poliweg gegangen zum Beispiel. Ja, ich meine, da finde ich es manchmal wirklich lächerlich. Die setzen sich 2,5 Jahre oder 3 Schuljahre lang mit Berufsorientierung auseinander, wissen jetzt, wie Spengler werden, ja, und dann landen sie irgendwo, ja, weil so viele Lehrstellen gibt es nicht. Ja, und da ist diese ganze Thematik, das sind deine Schwerpunkte, das willst du machen. Was sagen Sie zu einem Dirndl, das sagt, ich möchte Tierpflegerin werden? Ja, da gibt es genau einen Lehrberuf. Ja. Was glauben Sie, wie viele Leute, dass die nachher das machen können? Ja?
Und das sind so Punkte, wo ich mir denke, die Wirtschaft hat die Verantwortung, die Lehrplätze zur Verfügung zu stellen, das ist wichtig. Wir müssen als Schule die Leute ausbilden, dass sie sich orientieren können, was ist. Und ein Punkt, ich glaube, dass unter Berufsorientierung auch dazu gehört, dass man andere Themenbereiche mit einnimmt. Man muss Leute auch auf die Arbeitslosigkeit, Leute auf die Beschäftigung, also eine Zeit, wo man keine Beschäftigung hat, vorbereiten. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir können nicht so da, als wenn es alles eitel Wohne ist. Wir brauchen nur die Leute optimal ausbilden und dann werden sie ihren Lebensweg machen. Die sind mobil, die wechseln viele Sachen. Jeder hat im Laufe seines Lebens mehrere Berufsfelder, wo er tätig ist, und das muss man auch berücksichtigen. Also Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitslosigkeit vorzubereiten, das wäre mir noch nicht in der Idee, in den Sinn gekommen, dass ich das als Schulleiter irgendwie tun sollte. An den Gedanken müsste ich mich erst gewöhnen. Es ist für mich komplett neu. Wir versuchen Schülerinnen und Schüler auf Entscheidungsprozesse vorzubereiten. Und für mich hängt das Thema Berufsorientierung sehr stark mit dem vorigen Thema zusammen, der Stärkenfindung. Ich habe in einem kleineren Kreis vorher schon das Beispiel erzählt. Ein Schüler hat einmal zu einer Schulleiterin gesagt, sie erklären mir in der Berufsorientierung alles, welche Studienmöglichkeiten ich habe. Und mir geht es aber so, wenn ich am Bahnhof stehe, sehe, wohin die Züge fahren, aber ich weiß überhaupt noch nicht, wohin will. Das heißt, dort zu entdecken, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Stärken, und das als Stärkung der Persönlichkeit des Individuums zu sehen und das als Teil der Berufsorientierung zu betrachten, halte ich für wichtig. Es ist ein anderer Ansatz, es geht nicht nur um Information, welche Uni macht was oder welche Berufe gibt es, welche Berufsschule gibt es, welche Jobs gibt es, sondern es geht auch darum, wo passe ich rein, also das Thema der Passung. So viel zu dem. Ich glaube schon, dass es für uns auch in der AHS-Oberstufe wichtig ist, zu schauen, dass die Leute in den richtigen Studienrichtungen landen, ausprobieren. Ja, kann einmal sein, Studienwechsel soll es geben, ja. Aber insgesamt, je weniger wir dort Wechsel haben, solche Studienwechsel sind halt auch mit persönlichen Enttäuschungen verbunden und gesellschaftlich kosten sie Geld. Mehr oder weniger. Entweder den Eltern oder dem System. Und auch von der vierten Klasse Richtung Oberstufe, ich schätze die Potenzialanalyse, wir machen sie, wenn sie richtig ausgewertet wird, wenn dann in einer Auswertung einmal in einem Jahr von drei Klassen kein einziger Schüler die Meldung bekommt, er ist für eine AHS-Oberstufe geeignet, naja, dann überlegt man sich schon als AHS-Direktor, ob das fair ist, aber wie viel hat das gelernt, das ist... ist nicht mehr vorgekommen jetzt, wir machen es weiter. Ich schätze das, ich schätze das Instrument. Beziehung zur Praxis gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu stärken. Es gibt das Fach Theoprax zum Beispiel, Theorie und Praxis, wo Firmen Aufgaben stellen und Schülergruppen versuchen, sie zu lösen. Beispiele von unserer Schule, wo wir das Fach jetzt haben, Resch und Frisch, kennt glaube ich jeder, war der Auftrag, kreiert ein neues Bio-Weckerl und macht ein Marketingkonzept dazu. Und dann arbeiten Schüler zwei Jahre und probieren Backmischungen aus und versuchen da was zu implementieren. Und da gibt es noch viele Möglichkeiten, wo wir mit Wirtschaft kooperieren können, wo wir Schülerinnen an lebensnahen Aufgaben auch schulen können, wo sie sich entfalten können, wo sie sich ausprobieren können. Und wo sie sagen, ja, das ist was für mich, das begeistert mich. Bis hin zur VWA, wo ich auch sagen kann, welcher Bereich interessiert mich, und wo auch Kooperationen mit Wirtschaft stattfinden können, wo auch Themen mit Wissenschaft und Forschung oder mit der Wirtschaft gemacht werden können. Dankeschön. Theoprax ist ein gutes Beispiel, das dürfte ich ja entwickeln. Und ich kann nur eines sagen, ohne den langen Atem von den Lehrkräften dahinter und ohne den Mut auch von der Wirtschaft, sich auf die AHS einzulassen, wäre das unmöglich gewesen. Und ich möchte einfach da anknüpfen bei dem, dass ich glaube, dass es nicht darum geht, Angebote zu liefern oder
aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich möchte einfach sagen, es geht, glaube ich, darum, wieder mehr Langsamkeit hineinzubringen und den Schülerinnen und Schülern und auch den Lehrerinnen und Lehrern den Druck zu nehmen, ihr dürft keinen Fehler machen, sondern wirklich eine Fehlerkultur zu leben. Das Beispiel Theoprax muss ich dafür wieder hernehmen. Mir hat an der JKU ein Forscher in einem Gespräch erzählt, wenn ich keine Fehler machen würde, dann würde ich überhaupt, da gab es für mich nichts zum Forschen. Und ich finde, der Satz ist einfach, den habe ich mir mitgenommen für die Schulkultur. Also wir vom Beratungszentrum, wir wünschen uns Fehler, weil sonst gibt es keine weitere Entwicklung. Aber ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, auch in den Schulen, in der Schulkultur, auch beim Feld der Vielfalt, der Heterogenität, gemeinsam zu lernen. Und ein gemeinsames zu lernen, das gibt es nicht mit einer mangelhaften Fehlerkultur, dieser Kultur des Miteinanders. Das klingt jetzt so schön, ich habe es selber erlebt, das ist ein Weg, der manchmal mühsam ist, aber der zahlt sich echt aus. Und das ist sowohl bei Theoprax, das ist genauso in unserem Bereich, wenn wir zu Schulen gehen, vor allem auch, wenn es darum geht, gemeinsam, nämlich mit Eltern, Schülern und Lehrern eine Schulhauskultur zu entwickeln. Und da sind dann die Ressourcen gefragt. Aber zuerst geht es wirklich auch um eine Schulhauskultur, um eine Wertehaltung dahinter. So, ja, eine Wortmeldung haben wir noch, bitteschön. Eben nur noch eine ganz banale Projektidee, die bei mir in der Schule sehr gut funktioniert und ich mir wünschen würde, wenn ein paar Lehrer oder Schüler das vielleicht auch weitertragen würden. Und zwar ist bei mir so, dass Maturanten, die vor 2 Jahren abgeschlossen haben, wieder in der Schule eingeladen werden und dort dann Tage mit den Oberstufenschülern der Schule verbringen und dann wird sie ausgetauscht, okay, vielleicht kennt man auch nur den einen oder anderen. Und durch Vorträge in der Klasse hört man dann von denen, was haben die gemacht. Da gibt es ein paar Mädchen, die ein freiwilliges soziales Jahr gemacht hat. Da hört man nicht nur die positiven Sachen. Bei einer Schulorientierungsmesse stellen sie die Firmen her und sagen, wow, das haben sie. Und im Endeffekt ist es vielleicht nicht ganz so schön. Also das hat mir brutal geholfen, weil man einfach sagt, okay, so ist das dann wirklich in der Realität. So ein Studium, das hört sich so schön, aber es kann einmal Sache sein. Also vielleicht ganz banal, viel leicht eigentlich auch zum Organisieren. Und das hat mir sehr weitergeholfen. So, Thema Berufsorientierung diskutiert, erschöpfend vielleicht noch nicht, aber für den heutigen Tag. Dankeschön. Ganz kurz noch, das könnte nämlich ein größeres Thema werden, aber ich würde es trotzdem andiskutieren. Schulautonomie, nämlich pädagogisch und die Freiheit für die Schulen. Ich glaube, da ist diskutiert worden, dass nicht nur finanziell, sondern auch pädagogische Freiheiten geben sollte. Wer möchte da als Erster das Wort ergreifen? Ja. Also gerade spezieller im Schulbereich sehe ich es eigentlich so wie bei vielen anderen Sachen auch. Nämlich, was ich direkt an der Schule oder in der Klasse lösen kann, das soll ich auch in der Klasse machen. Und das brauche ich nicht an der Schule und das brauche ich nicht auf einer höheren Ebene, in einem Landesschul oder in einem Ministerium schon gar nicht, weil da dauert es dann gleich mal ein paar Monate länger, brauche ich das dann gleich gar nicht weitertragen. Und ich glaube, gerade da braucht es die Autonomie. Weil die Lehrer, die Schüler und die Eltern in einem SGA, die wissen doch, wo drückt der Schuh und die wissen auch meistens dann gleich, wie kann ich dieses Problem, das ich habe, ändern. Und darum braucht es unbedingt finanzielle und schulische Autonomie. Also bei mir an der Schule, ich habe es vorher in der kleinen Gruppe schon gesagt, wir haben ein Schloss und wir haben jetzt nach 7 Jahren den Putz erneuert. Eigentlich war das noch nicht fällig gewesen, aber die nächste Putzerneuerung hätten wir erst in 10 Jahren machen können und dann war der Putz hin gewesen. War eigentlich gescheiter, wir machen es in 5 Jahren, kostet weniger und könnte man autonom entscheiden. Gut, danke schön. Ich habe gesehen, dass oft die Gemeinde sagt, sie kriegen so und so viel Geld für das und so und so viel Geld für das und so und so viel Geld für das. Und was heuer nicht aufgebracht wird, das muss alles wieder zurückgegeben werden und das darf nur in dem Bereich eingesetzt werden. Jetzt war ich zum Beispiel in einer Schule, da ist das Lehrmittelkammerl übergangen, weil da halt die Gemeinde gesagt hat, ja, kriegt sie. Und da, es war aber eigentlich schon alles da, was man irgendwie gebraucht hat. Und dafür auf der anderen Seite, so die kleinen Sachen, die kleinen Materialien, ich habe keinen einzigen Magnet in der Klasse gehabt, ich habe keine Pins in der Klasse gehabt, ich habe überhaupt gar nichts in der Klasse gehabt, das man eigentlich im täglichen Einsatz braucht.
Also dass man einfach zum Beispiel als Gemeinde sagt, okay, ihr kriegt jetzt so und so viel Geld, da schaut, wie es damit auskommt, besorgt das, was braucht, und das nächste Jahr gibt es wieder nächstes Geld. Dass da einfach mehr Verantwortung den Schulen gegeben wird. So, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, natürlich. Und die Autonomie. Natürlich bedarf es bei der Ressourcenzuteilung, da geht es um die Stunden und die Fächer, die tatsächlich unterrichtet werden, da habe ich die gesetzliche Vorgabe der Stundentafel, aber darüber hinaus würden wir uns sehr an den Standorten ganz speziell wünschen, ein gewisses Förderkontingent, das manche Schulen auch noch in, je nachdem in welchem Maß dazu bekommen, dass wir das so einsetzen können, wie wir das am Standort für pädagogisch richtig erachten und nicht mit dem Maschall, mit dem es zugewiesen worden ist. Und diese, ja, man sagt mal so, dass da eine gewisse Ausweitung, eine Autonomie in der Leitung gemeinsam mit dem Kollegium stattfinden kann. Also ich muss meine Stunden für Mathematik, Deutsch und so weiter verwenden, bekomme aber auch ein Förderkontingent an die Schule. Und da geht es jetzt darum, muss das unbedingt genau so, wie das in der Zuweisung drinnen steht, auch verwendet werden kann. Oder könnte ich damit vielleicht auch eine unverbindliche Übung ansetzen, wie auch immer, dass man da auch ein bisschen eine Gestaltungsmöglichkeit hat, die dann auf den Standort gebracht wird. Gut, danke schön. Das heißt, wir haben auf der einen Seite schon gehört, welche Maßnahmen könnte man setzen. Dann haben wir da ja das Finanzielle, glaube ich, angesprochen und jetzt noch das Pädagogische. Bitte. Ich würde mir auch in dem Bereich mehr Autonomie wünschen. Wir lassen Stunden verfallen, die wir kriegen für einzelne Schüler, Förderbedarf, weil wir sie nicht brauchen. Und dort, wo wir sie brauchen würden, kriegen wir sie nicht. Und das ist eine Dilemmasituation. Ein sehr schwerhöriges Kind, das kann dem Unterricht mit seinen Geräten und mit der Technik folgen, brauche ich nicht 4 Stunden zusätzlich. Ein spastisches Kind ist sehr gut, brauche ich nichts Zusätzliches. Und in einer anderen Klasse ist die Situation so schwierig durch Kinder, die soziale Defizite haben, dass ich dort teilweise wenn zweiten brauche. Und diese Freiheiten, das richtig einzusetzen, wie es pädagogisch sinnvoll wäre, habe ich zurzeit nicht. Und das würde ich mir wünschen.